Da war ich mal in Asien gewesen. Da hatten die solche Klötze von Wälzer. Da hatten die draußen im Garten. Ich dachte, die wollen da bauen. Und bei dem Regen ist also das Bauloch vollgelaufen. Und da hatte man mir erzählt, da züchten wir Wälzer drin. Habe ich gedacht. Aber ich erzähle euch das mal. Also rund um diesen, sag ich mal, Swimmingpool aus Lehmteich saßen also mehrere Leute mit so langen Stöcken, so viereckige Netze dran, gingen immer bis nach unten und zogen an der Wette die Netze hoch. Und dann hatten die immer mal so kleine Wälse drin. Früher hat man die alle gar nicht so unterschieden. Da waren das angeblich alle Plecostomus. Heute weiß ich, das ist der Gibiceps. So wird er einfach genannt. Wabenschilderwälz, der deutsche Name, kommt eigentlich sehr selten vor. Gibiceps, das ist bekannt. Das hält man im Aquarium. Das hat man früher auch immer viel verkauft. Und jeder wollte einen Gibiceps haben und wusste gar nicht, was er sich da so richtig antut. Also Wabenschilderwals ist ein Koloss, der nicht ins normale Gesellschaftsaquarium reinpasst. So ein richtiger Gibiceps, der kann also unter optimalen Bedingungen im Jahr 25 cm wachsen. So nach 50, 60 cm ist der fertig, wobei der eigentlich immer weiter wächst. Ich denke mal, 80 cm wird er auch kriegen, wenn er genügend frisches Wasser hat und das ausreichende Futter natürlich. Dann kann man ja sagen, ach ja, die 2 Jahre, die der lebt, nenne ich nicht 2 Jahre. 20 Jahre, sag ich mal, ist, glaube ich, die Unterkante. 25, 30 Jahre ist sicherlich gar kein Problem. Ich habe ja schon ein paar Mal von euch ganz tolle Kommentare gekriegt, wie alt die Fische sind, wo ich gesagt habe, die können auch 10 und 12 werden. Und da schreibt mir dann einer, meiner ist jetzt 24 Jahre alt geworden. Hätte ich gerne gehört, würde ich total spannend finden. Schreibt das einfach in die Kommentare. Wir haben hier schon extra ein paar große, dass ich euch nicht heute so ganz kleine zeige. Und ihr sagt, ah, toll, für meinen 80 cm Aquam. Genau richtig. Nee, da sollte man sich schon überlegen, welche Wälse man da reintut. Den Gibiceps auf alle Fälle nicht. Den würde ich also empfehlen für ein richtig großes Schauaquarium, 700, 800, 1000 Liter Aquarium aufwärts. Die kriegen ja eine richtig schöne, tolle, große Rückenflosse. Da entwickeln die sich auch richtig. Und diese ganzen Gespräche ja im kleinen Aquarium, da bleibt der klein. Das ist also, vielleicht muss ich da nochmal drüber sprechen, ob ich in einem der Filme schon darüber gesprochen habe. Wenn das Aquarium sehr hoch ist und größerer Wasserdruck, je höher, umso mehr beeinflusst das schon das Wachsen. Was aber das Entscheidende ist, ob ein Fisch wächst oder nicht wächst, das ist also einfach die Sauberkeit des Wassers. Ein belastetes Wasser mit viel Kot, Urin, Pflanzenresten, Futterresten, also wir sprechen jetzt über Nitrite, Nitrate, Phosphate und. Das werden wir jetzt nicht im Detail besprechen. Diese Sachen sind also alle wachstumshemmend. Wenn ich natürlich Fische habe, die eigentlich viel zu groß werden fürs Aquarium, im kleinen Aquarium, warum halt gut Fütter, machen die so viel Ausscheidungsprodukte, dass das Wasser so schlecht ist und die wachsen dann gar nicht. Wenn man die nachher im größeren Aquarium setzt, wird dann erzählt, dann wachsen die wieder. Ja, manche wachsen dann wieder, aber manche haben halt so Wachstumsstörungen, da wächst dann nichts mehr. Hat es aber schon gegeben, dass die, ich sag mal, vom 100-Liter-Aquarium im 500-Liter-Aquarium umgesetzt worden sind und sind dann im ersten Jahr gleich 5, 6, 7 Zentimeter weiter gewachsen. Das ist also alle kein Problem, das können die. Von zu Hause aus ist er natürlich ein Allesfresser und frisst halt auch Pflanzen. Und wenn ich ihn dann vielleicht so eine Zucchini ins Aquarium reinhänge, vielleicht schmeckt ihm viel besser, wenn er da dran geht und gewohnt ist, da dran zu gehen, dann frisst er die und lässt die Pflanzen in Ruhe. Das ist dann natürlich ein schöner Effekt. Allerdings, wenn ich das Aquarium voll Baumwurzeln habe, schöne Mangrovenwurzeln, werde ich im Anfang feststellen, die Wurzeln werden immer sauberer, immer blanker und unten drumrum liegen so fein geraspeltes Sägemehl oder wie fast Stücke wie Hobelspäne, die aber dann nachher auch noch wegfrisst. Das heißt, der frisst also tatsächlich Holz. Und wenn so ein Fisch Holz fressen kann, dann können wir uns ja vorstellen, was passiert, wenn der eine Pflanze fressen will. Der beißt die einfach ab und dann ist die weg. Und als gepanzerter Wels, als Schilderwels, da wo der hin will, schwimmt er auch hin. Da ist ihm egal, ob da Deko sind, ob da Wasserpflanzen oder wer da auch immer ist. Oder wenn der vielleicht von so einem Pärchen Fische den Fischleich riecht, dann geht er da hin und legt sich einfach übers Gelege, frisst dann auf. Da können die Elterntiere toben, wie sie wollen. Das hilft dann alle nicht. Der lutscht die einfach alle blank vom Stein weg. Ja, da müsst ihr euch mal angucken, wie viel so ein Gibiceps
frisst. Das ist schon enorm. Eigentlich raspelt er so die ganze Nacht und frisst also da immer weiter. Tagsüber, wenn so wie hier Licht ist, ist er nicht aktiv, legt er sich in die Ecke. Hätte ich denn jetzt den dekorierten Aquarium gemacht, Licht da rein, sehen wir keinen. Haben wir gesagt, für die 20 Minuten machen wir den mal Licht an, dass ihr den auch seht. Wüsst, worüber wir überhaupt sprechen. Temperaturen kennen wir ja schon, 22 bis 29 Grad. Wer theoretisch einen Fisch für ein Altumskalar-Aquarium oder ein Diskus-Aquarium, machen wir natürlich nicht. Wenn der mit seinem Sauchmaul über so einen flachen Fisch mal senkrecht drüber geht, ist die Schleimhaut einfach runter. Der wurde auch schon im Aquarium gezüchtet. Das kriegen wir aber natürlich nicht hin hier in so einem kleinen Aquarium, wo ich den zeige. Die müssen ja erwachsen sein. Die müssen, ich sag mal, 30, 40 Zentimeter mindestens sein. Ab 50 machen die ein ordentliches Gelege von mehreren hundert Eiern. Ganz wichtig ist, dass neben Futter im Aquarium immer Wurzeln drin sind, damit die da auch schön raspeln können. Männchen und Weibchen kann man sogar von den Schilderwelsen unterscheiden. Das heißt, wenn die mit aufgestellter Rückenflosse schwimmen, hat das Männchen schon eine erheblich größere Rückenflosse. Daran kann man das also gut sehen. Die leben also dann auch nachher relativ eng beieinander, die Paare. Das heißt, wenn die sich einmal im Aquarium gefunden haben, finden die sich auch immer wieder. Da müssen wir natürlich nicht meinen, wenn das Aquarium 1,20 Meter ist, dass sie immer nebeneinander liegen, sondern 1,20 Meter ist für die schon sehr eng nebeneinander. Das müsste dann eben viel, viel größer sein, das Aquarium, das wir sie regelmäßig zusammen sehen. Ich mache jetzt den Haltungscheck. Der Wabenschilderwels oder Gibizeps genannt, wird locker 50, 60 Zentimeter groß. Sogar im Aquarium. In der Natur gibt es da auch noch Ausnahmen, weil die wachsen einfach immer weiter. Deshalb Aquariumgröße für große Tiere ab 700 Liter. Klar kann ich kleinere erst im kleinen Aquarium halten, aber wie gerade im Video erklärt, auch viel frisches Wasser, damit die wachsen. Und die können im Jahr bis 25 cm wachsen. Überlegt euch, ob ihr euch das antut. Das Alter von so einem Gibizeps kann locker 20, 25, ja wahrscheinlich 30 Jahre oder älter werden. Geschlechtsreife erreicht er erst mit 3 Jahren. Das ist natürlich ein ganz klares Zeichen, dass der also alt wird. Gleichverhalten, Höhlenbrüter, macht Brutpflege dabei, frisst alles von Holz bis weiche Wasserpflanzen und den Salatkopf. Versucht es einfach. Der geht natürlich an Tablettenfutter. Wir haben den hier Tabletten reingetan, aber den ist hier zu hell. Ihr werdet die auch immer nur sehen, wenn abends Licht ausgeht, dann werden die erst richtig aktiv. Herkunft Brasilien, Venezuela, vorrangig, Randgebiete natürlich auch. Wir können den im Aquarium halten zwischen 22 und 29 Grad, pH-Wert 6 bis 8, Härte 2 bis 20. Wenn ich damit züchten will, muss ich natürlich die Temperaturen oder die ganzen Werte bisschen optimieren. Ganz wichtig im Aquarium, Baumwurzeln nicht vergessen. Die brauchen sie auch zum Fressen, zum Schaben, zum Verstecken, quasi für alles. Wir sehen uns, das war alles. Ich fand das wieder ein spannender Fisch. Passt nicht in jedes Aquarium rein, aber das heißt ja nicht, dass er nicht interessant ist. Man muss ja nicht alles haben, aber wenn man alles weiß, ist das schon schön. Tschüss, bis dann.